Hallo und herzlich willkommen. Wie du siehst, heute habe ich wieder ein Muster vorbereitet, ganz tolle Ajourmuster für Socken geeignet, für Mützen oder wie ich hier Pulswärmer oder Armstulpen geeignet. Ich möchte euch heute nicht zeigen, wie man die Armstulpen strickt. Sondern ich möchte dir zeigen, wie man diese tolle, ganz, ganz einfache Ajourmuster hier stricken kann. Diese Muster habe ich, wie du siehst, mit Nadelspiel gestrickt. Mit diesem Zackenmuster. Ich habe euch diese Muster schon einmal gezeigt. Diese, ich glaube, das heißt Mäusezähne. Ich habe euch das gezeigt, aber mit Rundstricknadel zu stricken. Hier strickt man das mit mit Nadelspiel ein bisschen anders. Das heißt, ich stricke diese Muster hier und dann wird das hier genäht. Ich habe das hier am Anfang gemacht und hier am Ende. Normalerweise kann man das auch hier verwenden bei dem Daumen. Es geht heute einfach um diese Ajourmuster. Es geht nicht um die Zacken hier oder Zecken oder wie das da heißt. Es geht um diese Ajourmuster. Ich habe hier keine Skizze, weil gleich würdest du sehen, das ist wirklich kinderleicht, ganz einfach zu merken. Ein Rapport, das ist, sind 6 Maschen, das heißt teilbar, Maschenzahl teilbar durch 6. Ich habe jetzt hier schon ein Bündchen gestrickt, ein bisschen habe ich hier vorbereitet. 12 Maschen auf jede Stricknadel habe ich jetzt. Und wir würden jetzt die erste Runde stricken. Diese Muster besteht aus 3 Runden, wobei du die erste und die dritte Runde gleich strickst. In der zweiten Runde stricken wir, kann man sagen, so diese Muster, wo wir die Maschen, die Umschläge machen. Aber das Ganze zeige ich dir jetzt. Wie ich schon sagte, ein Rapport, das sind 6 Maschen. Ich habe hier jetzt auf jede Stricknadel 12 Maschen. Und ich fange an mit einer Masche rechts. Eine Masche links. Dann habe ich 3 Maschen rechts, 2 und 3 und eine Masche links. Das ist mein erster Rapport. Und jetzt wieder eine Masche rechts, eine Masche links. 3 Maschen rechts, 3 und eine Masche links. Und das Ganze wiederholen wir auf alle 4 Stricknadel von unserem Nadelspiel. Stricken wir diese erste Runde eine rechts, eine links, 3 rechte Maschen, 2 und 3 und die letzte ist die linke Masche. Und noch einmal eine Masche rechts, eine Masche links. Moment, doch. Dann haben wir 3 Maschen rechts, 1, 2, 3. Und die letzte ist die linke Masche. Und wie gesagt, das Ganze wiederholen wir noch 2-mal. Hier und hier. Und dann sind wir wieder bei unserer neuen Runde.
Wir kommen jetzt zur zweiten Runde. Hier siehst du, ist mein Anfang und hier fange ich immer die Runden an. Und stricken wir eine Masche rechts, eine Masche links. Danach machen wir einen Umschlag und dann stricken wir die nächsten drei Maschen, stricken wir rechts zusammen. So. Und wieder machen wir einen Umschlag und eine Masche links. Das ist ein Rapport fertig. Wir haben wieder sechs Maschen mit den Umschlägen. Und noch einmal eine Masche rechts, eine Masche links. Vergiss die Umschläge nicht. Ein Umschlag. Drei Maschen rechts zusammen, die nächsten drei Maschen, 1, 2, 3, die stricken wir zusammen. So. Und danach machen wir einen Umschlag und eine Masche links. Das war die erste Stricknadel, jetzt kommt die zweite und das Ganze wiederholen wir. Wir wiederholen das viermal. Eine Masche rechts, eine Masche links, ein Umschlag, drei Maschen rechts zusammen, 1, 2, 3, die stricken wir zusammen. Danach machen wir einen Umschlag. Und eine Masche links. Und noch einmal eine rechts, eine links, ein Umschlag, drei Maschen rechts zusammen, eine, zweite und die dritte. Die drei stricken wir zusammen. Danach machen wir einen Umschlag. Ich muss das schnell Pause machen und ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Meine Katzen haben ungewünschten Besuch im Garten. Und da musste ich natürlich ungern dazwischen gehen. Ich habe immer Angst, zwischen den Katzen zu gehen, aber ist alles gut gelaufen. Okay, nochmal, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt im Moment. Das ist jetzt die zweite Runde und das zeige ich dir nochmal. Da stricken wir die erste Masche rechts, dann kommt die linke Masche, dann machen wir einen Umschlag. Drei Maschen rechts zusammen stricken. So. Danach kommt wieder ein Umschlag und linke Masche. So. Und jetzt haben wir wieder eine Masche rechts, eine Masche links, ein Umschlag, drei Maschen rechts zusammen. Und jetzt danach kommt wieder ein Umschlag und eine Masche links. Und jetzt das Ganze machst du nochmal. Die vierte Stricknadel. Jetzt haben wir die letzte Reihe. Du siehst, hier ist wieder mein Anfang. Und jetzt stricke ich die dritte Reihe genauso wie die erste. Das heißt, wir haben als erste die rechte Masche. Danach kommt die linke Masche. Dann haben wir einen Umschlag von vorigen Runde. Und da stechen wir ganz normal hier von vorne. Vielleicht ist das jetzt besser zu sehen, hier von vorne und machen eine Masche. Den Faden loslassen.
noch eine rechts. Das war die, wo wir die drei zusammengestrickt haben. Hier kommt wieder ein Umschlag, den wir hier von vorne stricken und loslassen. Und die letzte ist die linke Masche. So, jetzt haben wir wieder 6 Maschen auf unserer Stricknadel. Und noch einmal, eine Masche rechts, eine Masche links. Dann haben wir 3 Maschen rechts, erster Umschlag, rechts stricken. Da waren die 3 zusammen, auch rechts stricken. Und noch ein Umschlag, 3 Maschen rechts stricken. Und die letzte Masche ist die linke Masche. Jetzt die zweite Stricknadel. Erste Masche rechts, zweite links, dann kommen 3 Maschen rechts, da hast du die Umschläge, die strickst du hier von vorne nach rechts. Einmal, dann waren die 3 zusammen, was wir gestrickt haben, die stricken wir auch die Masche rechts, dann war wieder ein Umschlag, stricken wir rechts. Und die letzte Masche ist die linke Masche. So. Und noch einmal. Eine rechts, eine links, 3 Maschen rechts. Das sind dazwischen die Umschläge, wie du siehst. Die stricken wir von vorne hier nach rechts. So. Und die letzte Masche ist die linke Masche. Und das Ganze natürlich wiederholst du so lange, bis du jetzt die alle 4 Stricknadel fertig hast. Das heißt noch eine und noch eine. Und dann fängst du wieder an mit der ersten Reihe oder erste Runde. Dann strickst du wieder so wie die hier jetzt. Das heißt eine rechts, eine links, 3 rechts und links. Und wieder eine rechts, eine links, 3 rechts und links. So strickst du die erste und die dritte Runde. In der zweiten Runde haben wir die Umschläge und die 3 zusammen. Ich denke, mehr brauche ich euch nicht dazu sagen, wie du siehst, wenn du das aus, ich habe jetzt hier diese Merino Baby Wolle oder Baby Merino verwendet und das sieht ganz toll aus, kann ich mir vorstellen, die in Weiß. Ich hoffe, dass du kannst diese Muster für was Schönes verwenden. Ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, ich würde euch auch mit Nadelspiel zeigen, wie ich die Mäusezähne hier stricke, weil das ist ganz einfach. Das würde ich, glaube ich, bevor ich mit irgendwas anderes anfange, würde ich euch das erstmal zeigen, wie ich das stricke. Für diesen Moment, ich glaube, das ist alles, was ich euch zeigen wollte. Wie ich schon sagte, es handelt sich hier um diese Muster, nicht um diese ganze Handschuh. Ich hoffe, du kannst das für irgendwas verwenden, diese Muster. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Für diesen Moment sage ich erstmal Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mira.